Weiter geht's mit Super Mario Starlight. Letztes Mal habe ich mich mit Ruhm bekleckert und tatsächlich ein Game Over eingesahnt. So passiert's, ne, wenn man unvorsichtig ist. Aber jetzt habe ich wieder 5 Leben, was bestimmt mehr als genug ist, um dieses Level zu schaffen. Nicht wahr? Die Fallen sind zum Teil richtig fies, aber ich mag das. Die Plattform habe ich auch verstanden. Jedes Mal, wenn man drauf landet, ändert sie die Richtung. Hat eine Weile gebraucht, bis das richtig rüberkam. Aber nein. Deswegen hat man ja auch am Anfang diesen Bereich, um damit zu üben. Aber sie löst sich auf und dann weiß man es doch nicht mehr. Oh ja, ich glaube, ohne diesen Zusatz-Twirl ist es ganz schön schwierig. Wow! die fährt nach da oben. Wo will sie denn jetzt hin? Die muss noch weiter darüber. Jetzt ist sie weg. Ich hätte die wohl irgendwie dazu bringen sollen, dass die da rüber geht. Die Frage ist, kommt die nochmal wie? Dude! Es fällt mir so schwer, mit denen klarzukommen, ist abartig. Was wollte ich vorher sagen? Achso, ja, ich habe ja auch noch einen Wandsprung. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwann vernünftig zum Einsatz kommt. Wahrscheinlich nicht. Was mache ich denn jetzt eigentlich hier genau? Unten sind Münzen. Das heißt, eigentlich will ich... Aber jetzt ist die Plattform noch viel zu weit... Ah! Viel zu weit oben. Wie sollen die jemals da durchfahren? Ich glaube, ich sehe es. Die kann ja durch die Röhre durch, ne? Es ist nur die Frage, ob die für immer weg ist. Die ist für immer weg. Das ist so traurig. No! Dieses Gimmick mit den Plattformen belastet mich so sehr, dass ich für nichts anderes mehr Kapazitäten habe, ne? Boah. So. Wir machen das hier. Das ist nicht weit genug. Oh. Oh, danke. Wie kann man nur so unglaublich sacken? Da muss man auch noch im Hinterkopf halten, dass die das nicht machen sollen. Reicht das, wenn ich die oben rausfahren lasse? Please, oh. Die Plattform plus Screen Wrap, du. Da oben ist ein Leben. Das kriegt man aber nur, wenn man auf den Rex springt, oder? Nein? Okay, ich versuch's. Wenn mich das Ding jetzt noch abräumt, bin ich unfassbar böse. Was für eine Geburt. Eine hart verdiente Yoshi-Coin. Das kann nur das schwierigste Level des gesamten Hacks gewesen sein. Alles andere akzeptiere ich nicht. So, dann muss ich wohl hier wieder runter, weil sonst geht es nirgendwo mehr hin. Und dann... Mal ganz nach unten, wo es die anderen Blöcke gab, die man noch zerstören kann, je nachdem wie viele Yoshi-Coins man hat. Hier gibt es noch den. Aber ich habe immer noch keine Lösung dafür gefunden, wie man an diesen Eisblöcken vorbeikommen soll. Soll ich nochmal in das Level reingucken? Vielleicht ist es irgendwas Offensichtliches. Vor allem ist es auch noch so nah. Aber es ist nicht einfach nur ein Spin... Jump? Mal in die Röhre rein, zufällig? Nein? Naja, dann muss es eigentlich was anderes sein. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich dafür noch irgendwas ergibt. Hier ist es immer noch nicht, wo ich hin will. Es ist noch weiter unten. Da sind die Einsertüren. Warte, bin ich jetzt... Hier bin ich immer noch nicht weit genug unten? Ich kann mich gar nicht erinnern, so weit nach oben gegangen zu sein. Aber bin ich wohl. Da sind sie. Die Achtertür könnte ich öffnen. Und da ist die 15er. Wow. Ich weiß gar nicht, das sind nicht mal, also so
krass sind nicht mal Vanilla-Pipes, oder? 29? What? Eintrag 34? Mushroom-Test 32a? War ein teilweiser Erfolg? Die Behandlungsgruppe... Nee, warte. Ja, die Behandlungsgruppe hat regenerative Eigenschaften erfahren. Das bedeutet... Moment, da war noch ein zweites Schild. Destination, a town in ruin. Oha, jetzt ändert sich die Stimmung. Das heißt, es gibt viel mehr als 15 Yoshi Coins. Habe ich das richtig verstanden? Es ist keine Zeit übrig. Ich muss weitermachen mit der Administration, sogar falls es chemisch nicht in Ordnung ist. Was? Ach so, Administration heißt auch die Verabreichung, ne? Wessen Einträge sind das überhaupt? Die vom Prof? Was ist das für ein komischer Typ? Vielleicht wurden sämtliche Bewohner dieses Ortes mit dieser Chemikalie vergiftet. Da fehlen sogar Wieso ist denn da jetzt auf einmal Eisphysik? War die schon im ganzen Level? Es gibt einfach... Ja, Tatsache! Wow. Hui. Tja. Stellen wir uns darauf mal ein. Das sieht nach Secret aus. Schui und tschüss. Zum Glück gerade noch im rechten Moment ein Leben eingesammelt, ne? Gerade noch so. Oh, die Eiszapfen sehen böse aus. Die sehen böse aus. Da links wär's irgendwo hingegangen. Ist ja echt krass, ne, wie viel schwieriger es das macht, wenn man einfach die ganze Zeit klein ist. Man darf nie einen Treffer einstecken. Ah, das Leben kommt zur richtigen Zeit. Nein, das hätte ich vorher haben müssen, bevor ich Game Over gegangen bin. Boah, die Plattform ist fies. Man müsste eigentlich weiter mit der nach unten fahren, damit der Sprung angenehm ist. Aber dann fällt man schon von ihr runter und kann nicht mehr abspringen. Meine, was ist das jetzt eigentlich? Aha. Okay. Dann ist die Plattform hier einfach nur im Weg. Kantenpixel! Wachsen die nach? Die wachsen nicht nach, oder? Okay. Damit sind sie freundlicher als in Mario Maker. Heiliges, die Sprünge sind ganz schön knapp bemessen manchmal. Okay. Aber sehr cool. Machen wir mal nicht alle kaputt. Hier wäre es zum Beispiel fies, wenn der nachwachsen würde. Eppa! Lässt sich bestimmt auch gut speedrunnen, oder? Man kommt hier relativ geschmeidig durch, wenn man weiß, was auf einen wartet. Das war ein cooles Level. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war simpel, aber die Plattform-Challenge mit den paar Walljumps da, die waren echt gut. So, hier gab es allerdings nur einen Raum und ansonsten völlige Stille. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Oberhammer. Diese Röhren. Solange die nicht in Leveln vorkommen, von mir aus. Noch ein Kaffee. Sitzt da der gleiche Typ? Oh, hier gibt's ein Cave. Oh, stimmt! So kann man sich ein Power-Up holen, ne? In dem Café. Wahrscheinlich kommt das immer wieder. Das muss ich gerade mal schnell testen. Weil der andere hatte ja so einen Pilz auf dem Tresen liegen. Und vermutlich kann man da immer wieder hin zurück, wenn man will. Aber das ist ja auch mega der Umstand dann, wenn man einmal stirbt, jedes Mal zurückzulaufen für ein Power-Up. Ja. Hey, Mario. Du... Das sieht ein bisschen unaufgeräumt hier aus. Koopas und Goombas? Du hast ziemlich große für jemanden aus dem Mushroom Kingdom. Was? Wirklich? Secret Star?
manchmal lohnt es sich, sämtliche Wände abzuchecken. You got a Yoshi Coin. Hier ist es so unheimlich. I see. Konnte man die schon immer von unten anboppen? Dann kann ich mich gar nicht erinnern. 8. Und hier gibt's 2. Oh! Ist das etwa das Gimmick für dieses Level? Da werde ich genauso abkacken wie mit den Plattformen. Das merke ich jetzt schon. Nice. P-Switch? Okay, den brauche ich, um das Ding in die andere Richtung zu fahren. Ach, das bewegt sich nur, wenn man es von unten anbobbt. Konfusion. Guck mal, bei dem einen ist es so, dass man, wenn man da drauf springt, dass es dann in die andere Richtung geht. Freeze Factory. Wow. Ha. Ich kann das steuern. Auf einmal kommt da was raus. Ah, ich kann es nicht wegrutschen. Sonst kann man alles wegrutschen in Mario World. Ha! Oh, das macht Laune. Mal schauen, wie lang noch. Bis ich von dieser Kugel jetzt hier getroffen werde. Das... Kann ich die... Oh, ich kann die auch. Warte. Ich steuere die gar nicht nur, wenn ich auf den draufstehe, sondern jederzeit. Das ist interessant. Reicht wohl nicht ganz. Das ist eine knappe Kiste. Oh. Mushroom! Immerhin Leben kriegt man, wenn es schon keine Power-Ups gibt. Boah, wenn ich diese Plattform mit, während ich darüber laufen muss, noch bewegen muss. Das wird hart. Malen wir mal lieber nicht den Teufel an die Wand. Man kann die auch immer nur in einem bestimmten Radius bewegen. Ist die gerade durch die Wand gefallen? Kriege ich das nochmal hin? Nice. Jank. Wer liebt die nicht? Okay. Plop. Das ist ein extrem nicer Track. Das muss ich sagen. Wie soll man da denn durchkommen? What? Gibt's da noch einen anderen Weg? Nein? Das ist ja aber monströs eng. Und man kann ihn auch nicht irgendwie beseitigen. Habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht hätte ich die Kugel mitnehmen müssen. Und die macht den Gegner kaputt. Ups. Weil das ist, da kommst du nicht durch. Das ist wahnsinnig tight. Oh, wie cool. Mega nice. Bewegt sich hier auch was? Ah! Okay. Also alles, was an Seilen hängt. Und hier hätte es noch was gegeben. Wahrscheinlich das Secret. Möglicherweise. Jetzt traue ich mich aber nicht mehr zurück. Das gucke ich mir nachher nochmal an. Weil der Rückweg erscheint mir ein bisschen ungünstig. Alles klar. Wahrscheinlich, ja, man kann sowieso nicht beide Coins auf einmal einsammeln, ne? Weil man ja aus dem Level rausgeschmissen wird, sobald man eine hat. Aber ich gehe sofort zurück. Ich weiß halt nicht, ob hier was ist. Oh, cool. Das ist mir direkt vorhin schon aufgefallen, weil das so ein merkwürdiger Spot ist. Oh, nice. Moment, ist das nur ein Leben? Das wäre die Enttäuschung. Das ist wie so ein Minigame. So ein Mini-Crane-Game. Nice. Okay, dafür hat sich's auch gelohnt. Auch wenn das nicht die Yoshi-Coin ist. Oh, sie ist es. Doppelte Belohnung. Das war bisher mein Lieblingslevel. Das mit den Plattformen von davor war super cool, aber das hier hat ein
echt klasse Gimmick, wie das umgesetzt war. Das hat mir extrem gut gefallen. Mal schauen, ob wir noch weiter nach oben kommen. Je schwieriger die Level werden, desto besser werden sie. Ist oft so, ne? Kann ich mich hier hinlegen? Nein, das ist kein Bett, um sich auszuruhen. Eintrag 41. Wenn fest. Moment, habe ich das nicht schon mal gelesen? Ja. Aber ich war noch nie hier. 14 Jirtne? Oh, das ist falsch rum. Kann ich gleichzeitig spiegelverkehrt lesen und übersetzen? Oh, das ist der gleiche Eintrag. Wie hier drüben. Nur spiegelverkehrt. Boing. The Mad Scientist. Okay. The Lake of Dreams. Jetzt bin ich so gefühlt in Welt 2, ne? Die ersten paar Welten hatte alle den gleichen Grafikstil. Und jetzt hier ist auf einmal alles so düster. Düster gefällt mir persönlich ja immer besser. Aber die kommen mir bekannt vor. Die Testsubjekte müssen eigentlich die Rexes sein, oder? Der Professor am Anfang hat so getan, als wären die einfach zufällig aufgetaucht, aber der ist wahrscheinlich dafür überhaupt erst verantwortlich, dass es die gibt. Oh, come on! Wie der Hintergrund wabert. Das heißt, man kommt nicht auf den drauf. Sah so knapp aus. Ich mach den lieber mal nicht kaputt, oder? Glück gehabt. Und was machen wir mit dem? Hier kann ich nichts mehr bewegen. Achso, Wandsprung. Ey, kann ich mir auch nicht merken, ne, dass es hier Wandsprung gibt. Gut, dass es Scrolling gibt. Hitbox! Dankeschön! Really? Das will ich ja fast schon haben. Ich meine, ich kann. Wie der da. Oh. Okay, dann wohl doch nicht. Die Sprünge sind wirklich unheimlich, weil das Gebounce. Könnte ich auf dem zurückfahren, wenn ich total wahnsinnig bin? Ich bin. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, no! Das ist krank. Weil die so schnell werden können, ne? Oh. Okay, ich habe ihn. Huh. Eigentlich hätte ich da sterben müssen, weil es wieder mal direkt vor der Coin war. Puh, ich näher mich den magischen 15 an. Okay, hier gab es nur eine. What? Oh, hier muss man einen Code eingeben. Was jetzt? Möp, möp, möp. Ach, die Tür macht Möb. Warte, war das der richtige Code? Nein. Das hat sich so angehört, ne? Wo kriege ich den denn her? Noch eine Arcade? Ja. Ah, wieder happy? Du bist zurück, wow. Sag bloß. Wir haben gerade unser Budget komplett für diese neue Arcade-Maschine ausgegeben. Wenn du das schaffst, dann gebe ich dir meine Rainy Day Funds. Was auch immer das ist. Gleiches Prinzip wie letztes Mal. Und diesmal lassen sich Plattformen bewegen. Dabei mochte ich das Gimmick doch bisher so. Und hier ist Eisphysik. Immer diese Eisphysik. So,
der ist schon mal weg. Und wenn ich den so erwische, dass er genau vor mir ist, ja, perfekt. Lotuspflanzen, lange nicht gesehen. Weißt du, von den Gegnern geht man normalerweise davon aus, dass die an solchen Kanten nach oben kommen. So, jetzt werde ich mich wahrscheinlich selbst killen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Kann ich den hier aufnehmen? Ja, ganz tolle Idee. Hervorragend gemacht. Der muss hier ran, ne? Oder geht der einfach aus dem Bild raus? Der geht aus dem Bild raus. Das muss als Kill zählen. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie den hier erwischen. Bonk. Oh ja. Mehr von denen. Da ist ja ein Spike aus Mario Maker. Wie kommt der denn hierher? Aber ich muss ihn auch noch killen. Tut mir leid. Geschafft. Da ist er wieder unhappy. Das ist es, Mann. Das ist alles, was ich hab. Nimm es und komm niemals wieder zurück. Okay. Wenn er eh nichts mehr hat, gibt's auch keinen Grund für mich, diesen Grießkram jemals wieder guten Tag zu sagen. So, jetzt habe ich 15. Die andere Frage ist, finde ich jemals den Weg nochmal hier raus? Dahin, wo ich mich mit dem Professor treffen soll? Es ist ganz unten einfach, glaube ich. Geh einfach immer weiter nach unten. Dann komme ich schon irgendwie wieder dahin. Ups. Was für ein riesiges Gebäude. Auf jeden Fall mehr Stockwerke als Peach's Castle. Das war die 29? Hier ist es. Ja. Nice, ein Stein. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Sieht so aus, als hättest du alle benötigten Münzen eingesammelt. Das ist großartig. Alles in Ordnung mit Ihnen, Professor? Ich will ehrlich mit dir sein, Mario. Es gibt eine Menge, das ich vor dir geheim gehalten habe. Lass mich es bitte erklären. Jetzt kommt's raus. Eines Nachts richtete ich einen Wunsch an einen Stern. Mein Sohn Francis war verschollen. Eines Nachts kam er zurück, oder zumindest ein Teil von ihm. Er war krank geworden, eine Krankheit, gegen die ich keine Heilung kannte. Und eines Nachts habe ich alles noch schlimmer gemacht. Ich begann mich zu drehen und gab mein Bestes, um ihn wieder gesund zu machen. Doch meine Bemühungen waren umsonst. Zumindest bis ich eines Nachts einen Wunsch an einen Stern richtete. Ich hörte ihn draußen und lief hin, um die Bruchstücke einzusammeln. Ich studierte diese Bruchstücke ausgiebig und schmolz sie in Münzen um. Wochen vergingen und meine Forschungen kamen gut voran. Bis zu der Nacht, in der sie gestohlen wurden. Von der Anwesenheit der Münzen angezogen, nahmen mir die Kreaturen meine letzte Hoffnung. Doch dann kamst du. Ich erschuf eine bröselige Statue, die jeden Moment zusammenfallen würde. Ein Trick, um deine Hilfe zu erhalten. In der Nähe des Sees der Träume gibt es einen Wunschbrunnen, der mit Sternenstaub funktioniert. Meine Hoffnung ist, dass es genug Sternenstaub in diesen Münzen gibt, um mir einen Wunsch zu erfüllen.
Das ist meine letzte Chance. Bitte, geh dorthin und wünsche für die Rückkehr meines Sohnes, dass er wieder normal wird. Wow. Was für eine Story. Und richtig cool gemacht. Bitte, Mario, hilf mir, meinen Sohn zurückzubekommen. Das heißt, hier beginnt das nächste Areal. Destination Wishing Well. Okay. Silhouettenlevel! Kann ich hier was bewegen? Also, sowohl im eigentlichen als auch im übertragenen Sinne. Oh, wow. Aha. Was hat's mit der Röhre auf sich? Wohl nichts. Sie tauntet mich einfach nur. Ich könnte den Wunschbrunnen auch für mich missbrauchen. Statt für den Sohn zu wünschen, einfach, ich wünsche mir 3000 Münzen. Ja, damit gebe ich mich zufrieden. Mehr muss es nicht sein. Silhouettenlevel haben auch immer meistens solche Secrets, wo man in die Wände reinlaufen kann, aber... Hier wollen nicht. Das ist auch sehr leer, oder? Sehr unheimlich. Ab und zu eine Plattform, die einen in den Tod reißen will. Aber ich verstehe schon, warum der Professor nicht selbst hierher kommen konnte. Ist viel zu gruselig. Ich bin da. Rein mit den Münzen. Die Geräusche. Einfach versinkt. Hey, vermisst du was? Bowser? Er hat ihm einen Körper gegeben. Wie geil das aussieht. Schau dich an. Du hast ja mal überhaupt keinen Plan. Verwundert nicht bei dem, was sich dein dämlicher Freund Frank in letzter Zeit so geleistet hat. Dieser armselige kleine Trottel soll wissen, dass er kein Recht hat, Forschung an meinen Untergebenen zu betreiben. Aber kein Problem, nachdem mein Wunsch in Erfüllung geht, wird es ihn und seine Experimente nicht mehr geben. Ich wünsche mir, dass Franks Labor in sich zusammenstürzt, damit meine Untertanen fliehen und erneut diesen mitleiderregenden Planeten beherrschen können. Yes, es hat funktioniert! Mario, was machst du denn? Tut mir leid, Mario. Es würde mir Spaß machen, noch länger mit dir zu reden. Aber für den Augenblick muss ich mir einen Sitz in der vorderen Reihe gönnen für diese Action. Nein! Was wird der Professor sagen? Kann ich die Münze wieder rausdrehen? Das lief irgendwie nicht so wie geplant. Oh, jetzt krieg ich sogar einen Pilz, das bedeutet nichts Gutes. Bestimmt werde ich hier jetzt in die Mangel genommen. Ja, siehst du, vorher war hier alles empty. Und jetzt sind die Gegner wieder da. Allerdings die Enhanceden. Hepper. Storytelling. Ach, jetzt auf einmal geht die Röhre. Ich möchte... Oh, das ist so eine Röhre, wo meine Gegner... Hallo? Hitbox. Die halten 3 Treffer aus, nur ich glaube, ich werde weg. Mhm. Ich frage mich, ob man die auch direkt killen kann, wenn man sie erwischt. Ist allerdings schwierig.
Sicherheitsvariante. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Was ist, wenn ich... Oh! Wenn ich da jetzt wieder zurückgehe, muss ich alles nochmal machen? Nein, nicht die, ey. Die sind meine Nemesis. Kommt da noch einer zufällig? Oder... Weil Wandsprünge alleine reichen, glaube ich. Oh! Komm ich höher oder bilde ich mir das nur ein? Ganz langsam. Dann kriegt wenigstens dieser Twirl auch noch seinen Einsatz. Es ist besser, man setzt ihn erst ein, nachdem man schon wieder fällt. Weil dann, ja, dann wird das Momentum nochmal komplett aufgehalten. Ah, danke schön. Nope. Nope. Oh, dass man da jeweils nur einen Versuch kriegt und sonst muss man sich hochcheaten. Tschüssi. Ah, nein. Das ist die gleiche Pipe. Oh. Was? Ach so, das ist auch ein Sprite. Moment, wie kriege ich den dann überhaupt kaputt? Hier doch? Einfach nicht da, wo es nicht geht. Wer hätte es gedacht? Diese Typen, ey. Noch so einer? Der landet erstmal da oben und dann muss ich ihn runter zwingen. Ha! Tut immer gut, nicht von denen erwischt zu werden. Alles klar. Und der Ausgang. Oh, das war ein Abenteuer. Mario! Das Labor ist in Stücke gefallen. Was geht hier noch vor? Was? Bowser hat einen Wunsch geäußert und das hat funktioniert? Oh no! Frank, was ist los? Das Dach unseres Shops ist gerade eingebrochen. Scruff! Mein ganzes Labor ist kollabiert. Anscheinend hat Bowser einen Wunsch geäußert am Brunnen. Oh, ich sehe. Nun, der einzige Weg, das wieder rückgängig zu machen, ist, den Wünscher zu besiegen. Kann ich sagen, dass das erste Mal ist, dass ich mit dieser Sache dealen muss. Ach ja? Warte mal. Ich habe das hier für einen regnerischen Tag aufgehoben. Ah, deine Zeit zu glänzen, Mario. Los, stopp diesen lächerlichen Echsen-Typ. Und rette Planet Xemia. Wenn du mich brauchst, du weißt, wo du mich findest. Lass uns nicht warten. Invincible! Ich verdanke dir viel. Geiler Remix! Bestimmt falle ich in den Abgrund, da nützt mir auch der Stern nichts. Hat ein bisschen was von Pizza Tower, oder? Dieser Final Escape, bei dem man alles über den Haufen rennen darf. Oh, fast hätte ich versucht, auf den drauf zu springen. Nimm das! Wandsprünge, Leute. Das Einzige, was einen umbringen kann, wenn man unverwundbar ist, Wandsprünge. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, ob ich schon alles vom Spiel gesehen habe oder ob es tatsächlich noch viel mehr Level gibt. Peacebeat, der hat mich verlassen. Kein Peacebeat für mich. Okay. Das wäre wieder mal der Ausgang gewesen, ne? Genau hier. So, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ist meine Statue jetzt wieder ganz? Das wäre auch zu schön gewesen.
der da? Der hat eine 3D-Brille auf und Popcorn? Kick ihm in die Nüsse? Wir heben ab. Völlig schwerelos. Oh, das ist wie so ein Deep Dive. Direkt in die Zerstörung. Ja, offenbar hat er sich dematerialisiert. Das ist nur noch seine Utensil. Das ist geil. Das ist sehr geil. Wie hieß die Pokémon-Attacke, bei der Glurak so weit in den Himmel steigt? Dann erschien immer so eine Weltkugel im Hintergrund und dann ist er wieder runtergeflogen. Du hast es geschafft. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte, aber es hat funktioniert. Siehst du, mein Sohn ist gesund wieder zurück. Mario, Vater sagt, dass du derjenige bist, der mich gerettet hat. Das ist so cool. Ich werde niemals wieder diesen Hut ausziehen. Fanartikel hat er sich schon besorgt. Merchandise. Und als Zeichen meines Respekts möchte ich, dass du das hier nimmst. Oh. Ich weiß, du hast schon viele davon, aber vielleicht findest du ja was Cooles damit. Yoshi Coin Get. Wow. Dann ist es noch nie ganz vorbei? Die eine Wand, auf der 29 stand? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch so viele Coins gibt. Das war auf jeden Fall ein richtig cooler Hack, ne? Eine total einzigartige Erfahrung. Echt saustark gemacht. Ah, ich kann springen. Nur laufen muss ich automatisch. Aber das kriegt man selten. So gutes Gameplay mit einer interessanten Story für Mario-Verhältnisse. Und witzig war es auch noch. Echt ein ziemlich toller Hack. Kirby Superstar Samples. Ah, ich wusste, dass mir die, ne, die Art der Musik kam mir bekannt vor. Und am allerwichtigsten, you, thank you so much for to play my game. Gerne doch. The End. Ja, dann gucken wir beim nächsten Mal, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt, oder? Spezielles. Ich bin gespannt. Ich will noch einmal hier rausgehen, zu gucken, ob der Prof wieder da ist. Und vor allem, ob Bowser immer noch da rumliegt. Oder ob jetzt die... Er ist wieder zurückgesetzt, ne? Okay. Mhm. Ja. Also, lege ich hier mal eine Pause ein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.